dass Sport gesund ist, gilt als allgemeine Weisheit. Und das ist wahrscheinlich auch so die erste Antwort, die man vom Durchschnittsbürger bekommt, wenn man fragt, was gesund ist, neben einer gesunden Ernährung natürlich. Aber die wenigsten kennen tatsächlich den Hintergrund, also was Sport überhaupt so gesund macht. Das lässt sich jetzt natürlich nicht auf einen Punkt runterbrechen. Sport wirkt auf vielen verschiedenen Ebenen gesundheitsfördernd. Aber ein Punkt, der mit Sicherheit eine Rolle spielt, aber auch noch gar nicht so lange erforscht ist, sind sogenannte Myokine. Unsere Muskeln sind nämlich mehr als nur reine Kraftmaschinen. Sie schütten verschiedene Botenstoffe aus, die eine gesundheitsfördernde Wirkung haben. Was Myokine sind und wie sie genau auf unseren Körper wirken, das erfährst du in diesem Video. Myokine sind hormonähnliche Botenstoffe, die von unserer Muskulatur bei Bewegung und auch bei Kontraktion freigesetzt werden. Warum hormonähnlich? Damit wir die Myokine richtig einordnen können, möchte ich erstmal zwischen den verschiedenen Arten von Botenstoffen unterscheiden. Da gibt es erstmal den Klassiker, die Hormone. Hormone sind biochemische Botenstoffe, die viele verschiedene Körperfunktionen regulieren. Sie werden entweder endokrin ausgeschüttet, bedeutet sie werden in den Blutstrom abgegeben, übers Blut transportiert und erreichen so ihre Zielzelle. Oder parakrin, das bedeutet, sie werden in das umliegende Gewebe abgegeben und diffundieren dann zu benachbarten Zellen. Oder autokrin. Autokrin bedeutet, sie werden in das sogenannte Interstitium, das Zwischengewebe, abgegeben und wirken dann auf die sezernierende Zelle selbst zurück. Neben den Hormonen gibt es noch sogenannte Zytokine. Zytokine ähneln den Hormonen sehr, sie unterscheiden sich aber anhand ihrer Wirkungsschwerpunkte. Zytokine regulieren nämlich hauptsächlich das Wachstum, die Proliferation und die Differenzierung von Zellen. Und sie werden im Gegensatz zu den meisten Hormonen aglandulär sezerniert. Das bedeutet, sie werden nicht von Drüsenzellen, sondern von Einzelzellen gebildet, deren Hauptaufgabe eben nicht die Sekretion dieses Stoffes ist, sondern die eigentlich noch ihre eigene Funktion haben. Und Zytokine wirken überwiegend autokrin oder parakrin. Das heißt, sie wirken entweder auf sich selbst oder auf das benachbarte Gewebe. In jedem Fall aber erzielen sie aber eine lokale Wirkung und sie werden eben nicht endokrin sezerniert, sie werden nicht in den Blutkreislauf abgegeben. Die Myokine, um die es heute geht, gelten als Untergruppe der Zytokine, auch wenn sie sich jetzt von den Eigenschaften nicht hundertprozentig zuordnen lassen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Myokine in den Muskeln produziert und freigesetzt werden. Und das erkennt man auch an dem Begriff. Zytokin klingt ja schon mal sehr ähnlich zu Myokin, aber die erste Silbe Mys steht eben für Muskel und somit sind die Myokine die eigenen Botenstoffe unserer Muskeln. Man schätzt, dass es ungefähr 600 verschiedene Arten von Myokinen gibt, wobei die Schätzungen da auch stark auseinandergehen. Aber tatsächlich ist nur ein Bruchteil davon auch gut erforscht. Das heißt, was die Myokine angeht, besteht in Zukunft auch noch ein großes Potenzial. Auf drei Myokine, die aber schon gut erforscht sind, möchte ich heute einmal eingehen. Und der erste Stoff, über den ich sprechen möchte, ist das sogenannte Interleukin 6. Interleukin 6 ist das am besten erforschte Myokin und auch das Myokin, das zuerst entdeckt wurde. Es wird besonders bei einer starken Muskelbeanspruchung, zum Beispiel im Rahmen eines Krafttrainings, sezerniert. Während des Trainings kommt es dann auch schon recht schnell, nämlich unmittelbar nach der ersten Beanspruchung, zur Bildung von Interleukin 6. Zuerst nur in einem geringen Maße, aber dann im Laufe der Beanspruchung steigt die Produktion exponentiell an, sodass der Spiegel im Laufe des Trainings sogar auf das Hundertfache ansteigt im Vergleich zum Spiegel vor dem Training. Das Maximum wird dann am Ende der Muskelbeanspruchung erreicht und dann fällt der Spiegel auch schnell wieder ab mit einer sehr kurzen Halbwertszeit. Mit der Zeit, wenn wir schon lange intensiv und regelmäßig Sport betreiben, passt sich der Körper an und produziert dann bei gleichbleibender Belastung immer weniger Interleukin 6. Und das hängt damit zusammen, dass die Interleukin 6 Produktion abhängig ist vom Glykogenspeicher in unserer Muskulatur. Wenn die Glykogenspeicher aufgebraucht sind, produziert der Körper nämlich besonders viel Interleukin 6. Trainierte Muskeln haben natürlich größere Glykogenspeicher und entsprechend länger dauert es, bis diese aufgebraucht sind. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass wir durch Progression, durch ständig neue Reize die Intensität beim Sport konsequent oben halten, damit die Glykogenspeicher eben schnell verbraucht wird und wir durchgehend viel Interleukin 6 produzieren, sowohl im Kraft- als auch im Ausdauertraining. Aber man muss sagen, dass Krafttraining wahrscheinlich besser geeignet ist, weil wir eben schneller die erforderliche Intensität erreichen. Wenn wir jetzt nur auf Interleukin 6 gucken, natürlich ist beides, Kraft- und Ausdauertraining zusammen enorm wichtig, das steht ja außer Frage. Inwiefern profitieren wir jetzt vom Interleukin 6? Das ist natürlich die entscheidende Frage.
Interleukin 6 ist ein lymphozytenstimulierender Faktor. Das heißt, Interleukin 6 regt die Bildung von sogenannten Lymphozyten an. Das ist eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen. Und auf der anderen Seite aktiviert es sogenannte akute Phaseproteine. Das sind unspezifische Proteine, die vom Körper gegen Entzündung gebildet werden. Interleukin 6 wird somit proinflammatorisch und hat eine entzündungsfördernde Wirkung. Und das könnte man jetzt als negativ interpretieren, ist es aber tatsächlich gar nicht, weil Interleukin 6 in den Muskeln nur zeitlich begrenzt gebildet wird, nämlich nur während der Muskelbeanspruchung, und danach wird es ziemlich schnell mit einer kurzen Halbwertszeit auch schon wieder abgebaut. Entzündungen sind nämlich nur dann ein Problem, wenn sie chronisch auftreten, und so ist es beispielsweise mit dem Interleukin 6 im Fettgewebe. Interleukin 6 ist nämlich ein Adipomyokin, bedeutet, es wird nicht nur in den Muskelzellen, sondern auch in den Adipozyten, den Fettzellen, gebildet. Bei starkem Übergewicht wird Interleukin 6 in den Fettzellen dauerhaft in geringem Maße gebildet und fördert dann chronische Entzündungen. Das bedeutet, beim Interleukin 6 haben wir abhängig vom Gewebe, in dem es produziert wird, eine völlig gegenteilige Wirkung. In der Muskulatur, im Gegensatz zum Fettgewebe, kommt es nur zu einer kurzen, intensiven Interleukin-Dusche. Und dieser kurze Impuls stimuliert dann wiederum andere Stoffe wie das Interleukin 10, die eine entzündungshemmende Wirkung im gesamten Organismus haben. Und somit wirkt Interleukin 6 indirekt entzündungshemmend und hat noch viele weitere positive Effekte. Interleukin 6 hemmt die Insulinsensitivität der Fettzellen. Bedeutet, die Fettzellen reagieren nicht mehr so stark auf Insulin. Und es wird weniger Glukose in die Fettzellen eingelagert und dadurch der Fettabbau gefördert. Gleichzeitig erhöht Interleukin 6 die Insulinsensitivität der Muskelzellen. Bedeutet, bei der Muskulatur ist es genau andersrum. Diese wird empfänglicher für Insulin und es wird mehr Glukose in Form von Glykogen in die Muskulatur eingelagert. Und das macht natürlich auch Sinn, weil Interleukin 6 ja gerade in einer Situation des Glykogenmangels ausgeschüttet wird. Und da ist ein Stoff, der für mehr Glykogen sorgt, natürlich förderlich. Durch eine Erhöhung der Insulinsensitivität der Muskelzellen entlastet Interleukin 6 die Bauchspeicheldrüse, weil diese weniger Insulin produzieren muss. Und dadurch wird das Risiko für die Entstehung von Diabetes gesenkt. Zusammenfassend zur Wirkung von Interleukin 6 kann man also sagen, Interleukin 6 hemmt Entzündung, fördert den Fettabbau, fördert den Muskelaufbau und reduziert das Diabetesrisiko. Das zweite Myokin, über das ich sprechen möchte, ist BDNF. Über BDNF habe ich in meinem Video über Intervallfasten schon mal gesprochen. BDNF wird zwar vorwiegend im Nervensystem gebildet, aber zum gewissen Teil auch in unserer Muskulatur und wird deshalb auch als Myokin angesehen. Für die Ausschüttung von BDNF reicht im Gegensatz zu Interleukin 6 schon eine leichte Muskelaktivität. Das heißt, da kommt es einfach darauf an, dass wir uns bewegen und wir können wunderbar auf Ausdauersport zurückgreifen. Denn schon nach einer leichten Ausdauerbelastung steigt der BDNF-Spiegel im Blut stark an. Jetzt könnte man sagen, im Blut haben wir von einer hohen BDNF-Konzentration nichts, weil BDNF ja ein Nervenwachstumsfaktor ist und somit auch nur auf unsere Nervenzellen wirkt. Aber das Schöne dabei ist, dass BDNF die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann und somit spiegelt die periphere BDNF-Konzentration im Blut auch den BDNF-Spiegel im zentralen Nervensystem wider. Von BDNF profitieren wir auf zwei Wegen. Zum einen hat BDNF eine neuroprotektive Wirkung, das heißt, bestehende Nervenzellen werden vor Schäden geschützt. Und zum anderen wird die Neurogenese angeregt, das heißt, die Neubildung von Nervenzellen wird gefördert. Und das ist interessant, weil Menschen mit Depression und auch mit Demenz gerade einen geringeren BDNF-Spiegel im Gehirn im Vergleich zu gesunden Personen haben. Und insofern erzielen wir durch Ausdauersport auch eine präventive Wirkung im Hinblick auf diese Erkrankung. Das dritte Myokin, über das ich sprechen möchte, ist das Irisin. Irisin wird generell bei körperlicher Aktivität freigesetzt und es hat einen einmaligen Effekt. Es löst die Umwandlung von weißem Fettgewebe in braunes Fettgewebe um. Weißes Fettgewebe ist das klassische sichtbare Körperfett. Und das Fettgewebe auch, das am häufigsten vorkommt. Es dient einmal ganz klassisch als Energiespeicher. Es isoliert bestimmte Bereiche des Körpers und schützt uns somit vor einem zu schnellen Wärmeverlust. Und es polstert auch gewisse Bereiche des Körpers ab und bietet somit einen mechanischen Schutz. Braunes Fettgewebe hingegen dient nicht als Energiespeicher, sondern verbrennt sogar Fett. Und das hängt damit zusammen, dass das braune Fettgewebe primär für die sogenannte Thermogenese zuständig ist. Das heißt, im braunen Fettgewebe werden Fettsäuren oxidiert, um daraus Wärme zu erzeugen.
Und das geschieht in den Mitochondrien des braunen Fettgewebes. Das braune Fettgewebe hat nämlich eine enorme Mitochondriendichte und wirkt deshalb bräunlich im Vergleich zum weißen Fettgewebe, das relativ arm an Mitochondrien ist. Und in diesem Zusammenhang ist das braune Fettgewebe auch stark kapillarisiert, weil die Wärme, die im Gewebe erzeugt wird, über die Kapillare ans Blut abgegeben wird und dann im Körper verteilt wird. Damit eben in Gefahrensituationen, damit es da zu einem sehr schnellen Temperaturanstieg kommen kann. Und wegen dieser Funktion stimulieren Kältereize, also eine kalte Dusche, ein Eisbad zum Beispiel, auch die Thermogenese in den braunen Fettzellen, weil das eben genauso eine Gefahrensituation ist, in der wir eben unterkühlen könnten. Von Erysin profitieren wir also doppelt. Zum einen verlieren wir weißes Fett und gewinnen braunes Fett mit vielen aktiven Mitochondrien. Ja, und das waren auch schon die drei Stoffe, die ich dir heute vorstellen wollte. Es gibt, wie gesagt, noch viele, viele weitere Myokine, deren Wirkungsweise und Wechselwirkung aber noch gar nicht erforscht sind. Und von daher macht es meiner Meinung nach auch keinen Sinn, sich jetzt einen von den drei Stoffen, die ich genannt habe, rauszupicken und als Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen, weil wir, wie gesagt, noch gar nicht wissen, wie die verschiedenen Stoffe überhaupt ineinander greifen. Ich hoffe, dass ich dir damit einfach eine zusätzliche Motivation geben kann, rauszugehen, dich zu bewegen, mehr Sport zu treiben. Gerade bei dem tollen Wetter derzeit ist es vielleicht einfach eine zusätzliche Motivation. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere natürlich auch gerne meinen Kanal für weiteres Wissen rund um einen gesunden Lifestyle. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.